Ja, Huhu hier wieder beim Quali und zu einer neuen Folge Baldur's Gate 3. Wir waren ja hier im Camp. Jetzt haben wir auch wieder Ton. Another step forward. Und ich glaube, wir wollten schlafen gehen. Machen wir mal eben. Also haben wir irgendwas Schweres? Also müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir das schwere Zeug hier irgendwie aus der Tasche kriegen. Also hier die ganzen Vorratspakete sind natürlich auch sehr, sehr schwer, ne? Ja. Komm hier. Mehr Essen, als wir brauchen. Wir müssen uns ja auch erholen. Von den Abenteuern. So, und dann, wished to live in more interesting times. Oh, Karlach möchte mit uns quatschen. Ja, gleich, Karlach. Aber erst brauchen wir hier unseren Schutz. Schützende Band. Und wir brauchen auch die langen Schritte. So, und dann können wir. Let's get going. Hier erstmal mit ihm quatschen und this ihn nach Hause schicken. At thy disposal. Do what thou wilt. Thou art the master. So, und dann können wir hier reden mit Tieren auf uns draußen. Und dann quatschen wir mit Carla. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Uh-huh. Nah, it'll be fine. Yeah. Sort of. Next time we find ourselves toe-to-toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Also ich würde gerne wissen, bevor ich da irgendwas rein tue, was dann genau passiert. Fuck yes. Now I just need something to sink my teeth into. Ja, okay, also wir haben sehr eh gerade nicht mit. Von daher alles in Ordnung. Yes. Ja. Ja, bla 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 bla. So, hier, Will. Kann er auch schon mal hier seine Rüstung mal anlegen? Und. Das Teufelchen holen. So, und dann sind wir ja schon irgendwie fast schon good to go. Hier können wir noch das in die Leiste reinziehen. Ist bei Shadowheart haben wir es schon, bei Astarion auch. Und bei uns auch. Die Schaufel kann da raus, die braucht man erstmal nicht da. So, und dann verlassen wir das Lager und gucken mal, was wir noch so anstellen können. Ah, wir sind hier. Ah, okay. Sehe ich ein. Ich glaube, wir sollten dann mal raus. Vielleicht hier wieder hin. Zur Stiegstraße und nochmal hier so ein bisschen rumgucken. Aber ich meine, wir hätten hier so das Gröbste alles erledigt. Aber wir gehen trotzdem nochmal auf. So, a vampire spawn and a monster hunter in the same group. We're not going to have trouble, are we? It's bodies everywhere. Since this tadpole accident is a monster at all, awesome. I just want to survive. Same as you. I don't see a problem. As long as Mr. Fang there keeps his appetite in check. Oh, haben wir noch schon mal was gefunden hier. Aber hier geht's anscheinend nicht weiter.
Und hier waren die ganzen. Hier war die. Why? That's right. But why? Why? A great uncle's name, my father said. But I just figured he couldn't spell. Something over there. Ein Höhlendom. I'm way too big. Du auch zu groß dafür? Kannst du da rein? Wo ist denn das? Wo ist das da? Anscheinend nicht. No one stopped me yet. Aber wir haben es entdeckt. Immerhin. Auch wenn wir es nicht benutzen können. So. Gucken wir nochmal auf die Map. Also hier war anscheinend nichts großartig zu sehen. So, ich glaube, da hätte man hier auch in diese komische Höhle wieder reinkommen können. Wir können ja auch nochmal, finde die verschollene Lieferung, nochmal nach hier gehen. Da fehlt uns allerdings die Markierung, also ein Wegpunkt, falls es da einen gibt. Das heißt, es wird ein langer Marsch in diese Richtung. Ja, da waren wir ja hochgelaufen. Muss da unten lang, ne? Ja. Diese Folge besteht aus lauter Laufen. Also auch leise, aber wir können auch laut laufen. Haben wir da was drin? Ein Apfel. Haben und nicht haben, ne? So, hier war das Dörfchen jetzt, ne? Genau, da ist auch immer noch, die trauert da immer noch um ihren Tippi. Die Drow liegen auch immer noch tot hier rum. So. Und hier sollen wir jetzt hin. Hier habe ich alle schon geplündert hier. Ach, hier war das doch, wo wir die Explosion ausgelöst hatten. Gefunden hatten. Here we go. Und dann nicht weitergekommen waren, ne? Weil wir hier durch diese eine, hier war irgendwie eine Tür, glaube ich, wo wir nicht durchkamen. Kann das sein? Da. Ja, genau. Verschlossen. Aber wir können es aufbrechen. Anscheinend.
Der Barbarenschlüssel wurde benutzt. So. Geheimtreppe. Und hier haben wir dann jetzt auch eine Wegmarkierung. Und Kartoffeln. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch irgendwie finden können. Würstchen. Hier noch mehr Würstchen. Krieg ich mal direkt Hunger hier. Bei so vielen Würstchen. Was ist das? Zucchini. Hm. So einen leckeren Zucchini-Auflauf würde ich jetzt auch irgendwie haben wollen. Ich sollte nicht so viel von Essen reden. Hallo. Hm. Hold on. That's the lad who saved us from the gnolls. You revealed our location. That tongue gets any looser, Rugen. I'll cut it out. Come down then. Seems you're a friend of the family. Anscheinend, ja, bin ich. Genau. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Hier, du bist doch gut in Wahrnehmung, ja, oder? Auch fehlgeschlagen. Super. Weil Will. Fehlgeschlagen. Als letzte Chance. Aha. Someone's left a trap out for us. Zap. Quick step. Nein! Weiter. Nochmal. Ja, ich denke, da unten ist auch nochmal eine, oder? Echt jetzt? Haben wir alles so Wahrnehmungslegastheniker hier? Anscheinend. Ja, dann lösen wir jetzt mal die Falle aus, würde ich sagen. Ne? Erstmal gehen wir irgendwie hier so an die Seite. Können wir mit diesem Ding das Ding auslösen? Anscheinend nicht. Er kriegt ja weniger Schaden durchfallen. Ah. What now? Erstmal entschärfen hier. Was soll das denn? Irgendwie scheinen die Fallen nicht scharf zu sein. Das ist doch ganz gut. Shall we? Oh, ja, ja, ja. That's curious. Was war curious? Was war curious? Curious? Ich hab's nicht mitbekommen. Defender of the people. Heading out. No need for this. Free me now, and I'll see that my patron rewards you. Let's chew the fat. Guten Tag. You. Zaris may have welcomed you, but I can see you're not one of her thugs. You need to buy me. Then it is well I am asking you to serve only yourself. For the return of her prize artist, my patron will measure her gratitude in gold. Tenfold whatever ransom these clots try to squeeze from you, I guarantee it. As far as you're concerned, she may as well be the coin maiden herself. But there will be time for questions later. Please, speak to Brem.
I need to see the sun again. Well, don't you cut a fine figure. Want your portrait done? If you have the gold, my pet artist will make you a most heroical likeness. I doubt you've got that kind of dosh line about. All right, so maybe I was fishing. No fooling you. Been there, mate. Come back when you've caught and we can talk, eh? Look, there's no need for this. Free me now. You don't want to keep Zaris waiting. Believe me. It's a gambling test. It's happened. Step lightly. We rigged enough smoke powder to blow this place sky high. Fist won't find a thing. You seem a nice soul. I'm glad we didn't have to kill you. For saving my people. Boah, ich hatte schon wieder dieses blöde Mikrofon ausgemacht, ne? Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht und ihr habt es nicht mitgekriegt. Mann, Mann, Mann. My thanks. Our trader can show you some of our more exotic items now. But don't delay. This place is likely to be rubble soon. In Trümmern, was habt ihr denn vor? Someone kidnapped a duke. Right on our bloody doorstep. The Flaming Fist will need someone to blame. I don't plan on it being us. Oha, was haben wir denn hier gekriegt? Wir haben eine Armbrust gekriegt. Wenn du bei einem Ziel Schaden mit einer Fernkampfwaffe bewirkst, muss ein Charisma-Rettungswurf bestehen. Sonst zwei Züge lang Verderben auf das Ziel. Okay. Ein Malus von 1W4 bei Angriffswürfen und Rettungswürfen. Okay, okay, okay. Ja. Nehmen wir. Schauen wir mal kurz, wer... er braucht's nicht. Er braucht's nicht. Sie hat ihren Bogen, also kriegt es unser Barbar, der damit auch so gut wie... Obwohl, er hat dort eigentlich... schießt er hin und wieder, hm? Ja. So, und die sprach jetzt hier von irgendeinem Händler. Wo ist denn dieser Händler? Befreie den Künstler. Ja, kann man mal versuchen. Untersuche den Tempel. Aha, aha, aha. Und hier scheinen Leute zu sein, okay. Wir reden hier einfach mal mit den Leuten. Good to see you. Killed any more beasts out there? Yeah. That drink I promised we'll have to wait. We're moving out. The Elf Song's my local. Look me up if you're in the city. Okay. With colors and stuff. Mal nochmal mit dem reden hier, Lord. Wir haben ja eben auch Geld gekriegt, ne? Haben wir nicht Geld gekriegt? Haben wir Geld gekriegt? Mal gucken. Hier. Something I can help you with. Ich will handeln. Of course. Got some interesting stock for a friend of the family. Ja, ja. Und wir haben 600 Gold. Und wir haben eine Armbrust zu verticken. Ja. Hier, Armbrust weg. Zack. Und...
Hier, die Sachen können wir auch verticken hier. Zack, zack, zack. Und Rucksack? Nein! 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 Das wollte ich nicht. War da irgendwas drin? Anscheinend nicht, ne? Was hat er denn hier noch alles? Schuppenpanzer. Ist dasselbe, was wir schon haben. Die Waffe bewirkt zusätzlichen Schaden in Höhe des Stärke-Modifikators. Das ist ja geil. Das ist ja die Waffe für ihn eigentlich hier. Kostet allerdings auch direkt 589 Gold. Donnerhagel, Beschwörungszauber. Was macht das? Ah, die machen Stichschaden. Okay. Kann man ein bisschen hier rumseppen. Vorteil bei Fingerfertigkeitswürfen. Das ist ideal für Astarion. Interessante Sachen gibt es hier. Schwere Rüstung. Rüstungsklasse 17. Weiß ich nicht, ist sie eigentlich in schweren Rüstungen bewandert? Kein Rüstungswurf durch Geschicklichkeit. Also bei 17 ist das noch nicht interessant, weil wir haben jetzt 15 plus die 2 von Geschicklichkeit. Und das ist quasi dasselbe. Ne? Wäre nur interessant, wenn wir nicht genug Geschicklichkeit hätten. Ja, aber oh je. Noch eine schwere Rüstung mit 15. Aber, nee. Oder? Nee, auch kein Bonus. Nee. Den haben wir schon. Kettenhemd brauchen wir nicht. Lederrüstung, Leichtrüstung. Wie sieht das hier aus? Lederrüstung. Er hat einen Bonus von plus 1 auf Heimlichkeitswürfel. Das ist auch extrem gut. Das holen wir uns mal direkt. Zap. So, dann können wir das auch wieder verticken. Komm, die brauchen wir eigentlich auch relativ selten. So. Polierter Dolch. Haben wir ausgerüstet. Ja. Und wir hatten hier einen Dolch, der mehr Schaden macht. Nehmen wir noch mit, ne? So, und dann haben wir hier einen Morgenstern. Finesse-Waffe für sie vielleicht. 5 bis 12 Schaden. So, Astarion, die brauchst du auf jeden Fall auch noch. Was hat er denn jetzt gerade an hier? Die können wir für was anderes gebrauchen noch. Was hast du gerade an? 15 temporäre Trefferpunkte. Fingerfertigkeit plus 1 und bei einem Nahkampftreffer Malus. Könnten wir
später nochmal hier an sie geben. So, jetzt haben wir natürlich irgendwie extrem viel hier. Vertickt. Tja, also den Bogen hätte ich ganz gern noch. Trank der Unsichtbarkeit. Schadet eigentlich auch nicht, wenn wir davon ein paar haben. Die finde ich jetzt nicht so geil. Die Rüstungen eigentlich auch nicht. Dann gehen wir erstmal raus. So, hier ist der Reiserucksack. Den können wir mal aufmachen. So. Also hier mal Stapel teilen. Gucken wir mal, was ist denn hier viel wert? Die Weine viel wert hier. 26. Zwei, 18, 12. Aber die mal hier rein. Aber die werden uns jetzt auch nicht hier reich machen. Wo ist denn der Brim jetzt hier? Das ist er nicht. Da ist er. Well, don't you cut a fine figure. Want your portrait done? If you have the gold, my pet artist will make you a most heroical likeness. Ich will erstmal noch handeln. Got some interesting stock for a friend of the family. So, kann ich dir die Sachen jetzt ja verticken hier? Ja, seht ihr schon, das bringt nicht so viel. Aber weiß ich nicht. Müssen wir später nochmal wiederkommen, um ihn zu befreien hier. Hier gibt's Zeug. Haha. Ja. Astarion könnte ich hier nochmal ein bisschen umgucken hier. Vielleicht kann er was klauen. Was wir dann wieder teuer verticken können. Gibt's bestimmt. Also hier sind ja ganz viele, ganz viel Zeug. Aber vielleicht finden wir hier irgendwie was, wo wir sagen, hey, yes, please. Das kann man doch mal verticken. Zum Beispiel hier Kartoffeln. Hahaha. So, hier ist noch ein Buch. A little souvenir. Bücher kann man eigentlich auch mal. Hier war Beeren. Ein Stangenbrot und Kartoffelbrei. Flasche. Ein Humpen. Klappriger Stuhl. So, ey, da hinten ist eine Tür. Interesting. Habe ich jetzt eigentlich hier diese neuen... Ja, habe ich ihm ausgerüstet. Und die schicken wir mal an Schattenherz. Geh mal kurz zu Schattenherz rüber. Die hat nämlich noch keine magischen Handschuhe. Jetzt hat sie welche. Watch your back. Subtle steps. Da ist ein Hund.
und jede Menge. Jede Menge Fallen, die ich eigentlich nicht entschärfen soll, oder wie? Oder was? Ja, noch beschwert sich ja hier keiner über mich. Dass ich die hier alles entschärfe. Ich speichere mal ab, vorsichtshalber. You've pushed your luck too far. Time to defend yourself. Nee, lass mal. Ist okay. Passt schon. So, aber wie komme ich denn da jetzt am besten runter? Kann ich hier einfach hinlaufen erstmal? Ich kann auch da hinlaufen. Hallo? Vielleicht sprechen wir mal mit denen? Nothing to see here. Move along. Ja, ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Ich gehe ja schon. Had a peach of a shot on you as you came in. Ah ja? Okay. Speichern? Vielleicht darf ich da hinten nämlich gar nicht rein, aber... Eisentor. Verschlossen. Schade. Verstecken erfolgreich. Jetzt bin ich direkt in die... Niemand hat gesehen, dass ich hier drin bin. Tramps. How considerate. Läuft schon? Okay, alles klar. Ja. Mist, verschlossen. Easy. Aha. Gold. Das brauchen wir. Okay. Autsch. Ja, Mist, ne? Die Falle nicht gesehen. Und jetzt kann ich das wieder nicht aufheben hier. Vielleicht laden wir es nochmal und führen diese ganze tolle Aktion nochmal durch. Und hoffen, dass wir die Falle dann erkennen. Weil an sich hat das ja gut funktioniert. Ne? Und da war Gold drin. Also, wir brauchen Gold. Also, ja, hier kann ich jetzt irgendwie nicht weiter. What's that?
Da ist ein was hat denn da noch gesehen? Ein Höhlenloch. Okay. Verstecken erfolgreich. Ja. Geht mal wieder weg. Ich wollte hier so eure Türen aufbrechen. Komm, du auch, komischer Wolf. Weg mit dir. Nicht geschafft? What the fuck? Na, jetzt aber. So, jetzt wissen wir, dass die alle beide gesichert sind. Dieses Mal hat es hingekriegt, okay. Entschärfen. Jawohl. Dann öffnen. Mit diesen Handschuhen ist das echt einfach geworden. Aber war vorher ja auch schon okay. Infernales Eisen ist auch bestimmt immer gut. Gerade so. So. Und gerade weg. Dann kann ich hier wieder raus. They won't see me come. So. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich hier reinkomme. Muss, glaube ich, schnell gehen. Jetzt sind sie gerade hier unterwegs. Wenn die gerade gleich weggehen, dann gibt es hier eine Möglichkeit, glaube ich. Mal vielleicht schon ein bisschen gucken, was hier hinten ist. Hier sind auf jeden Fall ist noch eine Kiste. Ja. Los, dreht euch weg. Wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal. Um euch auf die Folter zu spannen. Gucken wir, ob wir beim nächsten Mal hier reinkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.